Ulrike Stielke-Ziesing, Bundestagsabgeordnete der AfD, fordert eine neue Strategie. Wir brauchen weniger Bürokratie und weniger Steuern. Und ich sage herzlich willkommen in die Runde. Und Frau Stielke-Ziesing, Sie sitzen im Ausschuss für Arbeit und Soziales und auch im Haushaltsausschuss im Bundestag, haben auch lange für die deutsche Rentenversicherung gearbeitet. Also Sie haben da eine hohe Kompetenz auch in dem Bereich. In unserem MDR Fragt macht fast die Hälfte der Befragten die Politik dafür verantwortlich, dass die Lohnlücke in Ostdeutschland gewachsen statt geschrumpft ist. Was kann denn Politik überhaupt ausrichten? Na, die Politik kann die richtigen Rahmenbedingungen setzen, dass sich Industrie ansiedelt. Und ich kann hier meinem Vorredner nur recht geben. Wir haben unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen in Ost und West. Wir haben im Westen eher das produzierende Gewerbe. Wir haben im Osten eher das Dienstleistungsgewerbe. Und der Mehrwert, der wird dann eben eher im Westen geschaffen durch das produzierende Gewerbe. Und wir müssen hier jetzt im Osten die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit sich das produzierende Gewerbe ansiedelt. So, und da ist jetzt natürlich die Wirtschaftspolitik der derzeitigen Regierung nicht gerade prädestiniert dafür, die Wirtschaft einzuladen, sich anzusiedeln. Wir haben ja eher Abwanderung dann aus Deutschland, beziehungsweise auch relativ viele Firmeninsolvenzen. Da muss natürlich erstmal im Bund etwas getan werden. Es muss Steuererleichterungen geben, es muss eine Willkommenskultur für die Wirtschaft geben. Und wir müssen im Osten ganz besonders sehen, auch die ländlichen Räume zu entwickeln. Gut, Intel siedelt sich jetzt in Magdeburg an, aber wir haben sehr, sehr viele ländliche Räume, die sträflich vernachlässigt wurden. Da müssen wir auch ran, da müssen wir beispielsweise über Sonderwirtschaftszonen versuchen, Industrie anzusiedeln und das dann zu entwickeln. Heißt, also Frau Schicke-Ziesing, weil Sie gerade die Hand gewunken haben. Aber ich habe gerade gewunken, weil mir das so ein bisschen aufgestoßen ist, weil Sie gesagt haben, Sie als Regierung nehmen jetzt gerade 9 Milliarden Euro in die Hand, um Intel hier anzusiedeln. Nein, das ist nicht das Geld der Regierung, das ist Steuergeld. Und zwar kommt das aus dem Klima- und Transformationsfonds. Und welches Geld geht dort rein? Beispielsweise die Erhöhung der CO2-Steuer. Also die CO2-Abgabe im nächsten Jahr wird um 10 Euro pro Tonne steigen. Sollte eigentlich erst von 30 auf 35 Euro erhöht werden, wird jetzt auf 40 Euro erhöht. Das macht für den einzelnen Liter Benzin 4 Cent mehr aus. Und dieses Geld landet im Klima- und Transformationsfonds. Das ist also Steuergeld, das ist Geld der Leute, die dafür bezahlt haben, fürs Heizen und fürs Autofahren. Und davon wird Intel bezahlt. Das hat nicht die Regierung gemacht, das machen die Leute. Und das muss man eigentlich immer im Hinterkopf behalten. Wir reden hier von Steuergeldern. Wenn ich jetzt hier auch die SPD-Diskussion jetzt wieder höre, es soll jetzt hier wieder eine Erbschaftssteuer und was auch immer, es ist immer zu wenig Geld da. 880 Milliarden Euro wurden im letzten Jahr an Steuern eingenommen von Bund, brauchen Sie nicht den Kopf schulden, ist so, von Bund, Ländern und Kommunen, 880 Milliarden. Das sind 23 Milliarden oder 24 Milliarden mehr Euro als im letzten Jahr. Wir haben genug Geld, wir müssen es nur richtig ausgeben. Und da wird sehr viel falsch gemacht. Okay. Frau Schicke-Ziesing sagt, das Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds. Es gab ja große Debatten darum, ob man das Geld auch für andere Sachen verwenden kann. Und die Frage, die natürlich auch noch im Raum steht, ja, das ist Steuergeld. Und darf man das und ist das gerechtfertigt in so einem Fall? Ja, also zuerst einmal muss man da mal ein bisschen Unfug ausräumen. Ich weiß auch nicht, warum Sie immer versuchen, die ganze Zeit nur Hass zu produzieren, anstatt mal irgendeinen produktiven Beitrag zu irgendwas zu leisten. Haben Sie jetzt Hass von mir gehört? Ja? Ja. Nein. Sie fangen wieder an mit den erhöhten Spritpreisen. Das ist keine politische Debatte. Das ist einen großen Teil auch einfach dem geschuldet, dass hier in diesem Land jedes Unternehmen machen kann, was es will. Und ich glaube, da muss man vielleicht lieber mal ein paar Regeln einführen, anstatt damit zu kommen. Also diese 9 Milliarden, die da investiert werden, kommen nicht nur aus dem Klimatopf. Frau Schicke, Sie haben schon Zweifel angemeldet, was Intel betrifft. Das andere ist, dass Sie am Anfang der Sendung gesagt haben, Sie könnten sich eine Sonderwirtschaftszone vorstellen. Was würde das denn aus Ihrer Sicht bedeuten? Also was heißt das für die Region? Weil so wie es sich anhört, klingt es ja erstmal nach einem Erfolgsrezept.
Ob es ein Erfolgsrezept wird, das wird sich ja erst zeigen. Also jetzt bekommt Intel erstmal sehr viel Geld, dass es sich ja ansiedelt. Und viele Sachen sind ja auch noch nicht klar. Ist genug Strom da? Ist genug Wasser da? Was passiert eigentlich, wenn Intel so viel Strom verbraucht? Also dreimal so viel wie Magdeburg wird Intel ja Strom verbrauchen. Wollen die denn auch einen Industriestrompreis? Also wird dann noch mehr gefördert werden müssen? Also das konnte mir jetzt noch keiner sagen. Und da muss man einfach gucken, ob das jetzt, wie das jetzt weitergeht mit Intel bzw. mit TSMC. Wenn man das zusammenrechnet, Intel 10 Milliarden, TSMC 5 Milliarden für 5.000 neue Arbeitsplätze, kostet der Arbeitsplatz 3 Millionen im Durchschnitt, nicht 1 Million. Also man steckt sehr viel Geld in Leuchtturmprojekte. Ja, es kann sein, dass das dann Effekte gibt. Aber vielleicht gibt es auch den Effekt nach außen. Es siedeln sich hier in Deutschland nur noch Unternehmen an, wenn sie ganz viel Geld bekommen. Das könnte ja eventuell auch so sein. Denn wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Unternehmen gerne herkommen. Das kann man eben machen mit Sonderwirtschaftszonen. Also das gibt es ungefähr 100 Sonderwirtschaftszonen gibt es in Europa, 14 in Polen, auch an der deutschen Grenze in Polen gibt es Sonderwirtschaftszonen. Wo Leute schlecht bezahlt werden und weniger Steuern bezahlt werden. Kann ich jetzt bitte reden? Danke. Und man kann dort eben besondere Bedingungen bieten für die Ansiedlung von Unternehmen, indem man die Infrastruktur dort ausbaut, indem man andere Steuersätze nimmt, indem man die Vergabeverfahren beschleunigt. Also alles, was den Unternehmen hilft, um sich dort anzusiedeln, kann man dort machen. Und das geht eben nachher natürlich bis hin zu Wohnungen, Arbeitsplätzen für die Ehegatten, Schulen, Kindergärten, sonst was. Sicher. Sie haben gerade angesprochen, Baden-Württemberg und Bayern. Baden-Württemberg und Bayern haben geringere Gewerbesteuersätze als Sachsen-Anhalt beispielsweise, als der Osten. Und das ist natürlich auch noch ein großer Unterschied. Also wie ich vorhin schon sagte, wenn wir mit Steueranreizen rangehen, wenn hier eben beispielsweise Gewerbesteuern gesenkt werden würden, dann würden sich natürlich mehr Unternehmen auch entscheiden, sich hier anzusiedeln. Aber jetzt würden sie wahrscheinlich eher nach Baden-Württemberg gehen.